Coach David hier. Hi, heute geht's zur Mühle Glashütte. Teutonia 4, Blue Moon. Guckt euch das Schnittchen mal an. Alle Details, Unboxing und Vergleich zu anderen Teutonias gibt's jetzt nach einem kurzen Trailer. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Mühle Glashütte aus Glashütte. Guckt euch bitte das Schnittchen an. Teutonia 4 Blue Moon. Bah. Ich habe die Uhr schon länger, seit Oktober letzten Jahres. Hatte sie immer mal wieder am Arm. Ja, super, super schick, wie ich finde. 39 mm haben wir hier. Das finde ich eine richtig tolle Größe für diese Uhr. Ich mache sie gleich auch nochmal am Arm und auch nochmal von oben, wenn wir uns das Unboxing angucken. Dann gucken wir uns die Uhr nochmal im Detail an. Ganz, ganz toll. Ihr wisst ja, ich bin so ein Blau-Fan und diese Uhr ist wirklich, boah, ja. Was auch sehr cool ist, wenn man sie trägt, dann denkt man immer, man kann die Zeiger fassen, weil die Entspiegelung so stark ist, dass man denkt, ist gar kein Glas drin. Das finde ich richtig klasse. Die ganze Teutonia-Serie ist ja eine sehr sportliche, businessorientierte Uhrenserie, die es bereits seit 2002 gibt. Und die Blue Moon gibt es jetzt seit letztem Jahr. Und ich zeige auch gleich nochmal einen Vergleich zur Mondphase mit weißem Zifferblatt. Guck mal hier. Jetzt guck mal die Blue Moon. Die hier, die Mondphase ist 41 mm und die ist 39 mm. Schon erstaunlich, was Farben ausmachen. Die wirkt eine Ecke größer, finde ich. Die mache ich auch gleich nochmal am Arm. Da könnt ihr das auch nochmal sehen, wie die ganze Uhr an meinem Handgelenk wirkt. Und falls es noch ein paar Damen in die Runde geschafft haben, die zeige ich euch auch gleich ganz kurz. Könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Ihr seht ja, die Uhr ist von vorne am Handgelenk. Sehr schöne, sportliche, businessorientierte Uhr. Hatte die Uhr schon zu diversen Meetings um. Sehr Understatement und ja, sehr schick, sehr elegant. Also sportlich elegant, würde ich es mal sagen. Ganz klasse. 17,5 cm Handgelenksumfang habe ich. Daran hat sich nichts geändert, trotz Kinderschokolade. Toi, toi, toi. Ja, sieht irre aus, oder? Ich mag ja dieses Blau und das macht mich einfach richtig gut an. Also das ist wirklich ganz toll. Das ist jetzt das Teutonia Damenmodell. Wollte ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Auch von der Rückseite her mit dem Uhrwerk. Richtig tolle Uhr. 18 Karat Gold haben wir hier. Ich verlinke das auch mal unten, falls die Uhr interessant ist. Macht richtig schön was her an dem Wildlederarmband. Sehr, sehr harmonisch, passt sehr gut zusammen, die Farben, finde ich, mit dem Gold und dem weißen Zifferblatt und dem Armband. Solltet ihr euch mal genauer anschauen, für eure Liebsten. Sie werden sich freuen. Und hier sehen wir jetzt die 41 mm der Teutonia 4 am Handgelenk. Auch eine sehr, sehr schöne Größe. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Uhr mit ihren gebläuten Zeigern. Dem weißen Zifferblatt. Sie wirkt dadurch natürlich wesentlich größer, aber auch sehr schick und sehr elegant. Ich finde sie noch ein bisschen eleganter als die Blue Moon. Die Blue Moon kommt noch ein bisschen sportlicher daher, finde ich, aber das ist ja Geschmackssache. Und deswegen habe ich mich für die Blue Moon entschieden, denn die 41 mm mit dem Weiß passen gerade so an mein Handgelenk, aber die 39 mm passen halt perfekt. Was sagt ihr denn? Gibt die Uhr auch am Stahlband? Zeige ich euch hier mal ein Foto. Auch sehr cool aus. Macht gleich eine andere Uhr, oder?
Also hier am Leder finde ich es halt sehr harmonisch. Hier auch nochmal schön innen das blaue Leder zu sehen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal von oben im Detail an. Und jetzt geht es auch zum Unboxing mit den wichtigsten Spezifikationen. Und wie ihr wisst, alle Spezifikationen wie immer in meinem Blog, Link unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß. Dann packen wir sie mal aus. Die Blue Moon. Schöne, typische Mühle-Glashütte-Verpackung. Außenverpackung. Hier unten befindet sich Garantiekarte und Co. Serviceheft. Anleitung. Dann noch Infos. Widerruf und Rückgabe. Alles da. Alles sicher verstaut. Alles hier unten drin. Hier haben wir jetzt die eigentliche Verpackung. Tada! Und da ist die Uhr. Teutonia 4 Blue Moon. Und natürlich ist sie, wenn sie ausgeliefert wird, mit Klebefolie, Luftpolsterfolie, alles Mögliche bestückt und beklebt. Ich hatte die Uhr ja jetzt schon am Arm und habe sie euch vorher auch schon gezeigt. Deswegen habe ich sie auch schon hier rausgeholt. Im Inneren noch nautische Instrumente, Mühle, Glashütte, sehr schön, gefällt mir gut. Typische Uhrenverpackung halt. Zack. So, und hier haben wir das gute Stück. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier mal ein bisschen höher kommen. So. Sehr schön, oder? 41 Stunden Gangreserve haben wir hier. Edelstahl. Gebürstet und geschliffen. Schön zu sehen hier am Gehäuse. Eine Höhe von 11,8 mm. Gewölbtes Saphirglas haben wir hier. Entspiegelt. Die Krone ist auch aus Edelstahl und auch verschraubbar. Hier jetzt schön zu sehen mit dem Mühle-Logo. Die Bandanstöße sind auch verschraubt. Wir haben hier 20 mm Bandanstoß, Lederband von innen schön blau. Gefällt mir richtig gut. Schönes, sattes Blau. Ganz klasse. Hier die Schließe. Hier gehe ich mit dem Lederband rein. Auch mit nautische Instrumente, Mühle Glashütte. Logo hier drauf. Ja. Sehr, sehr schöne Uhr. Sehr, sehr schönes Blau. Je nach Lichteinfall, mal heller, mal dunkler. Richtung schwarz gehend. Gefällt mir super gut. 10 bar wasserdicht haben wir. Hier die Gehäuserückseite mit dem Uhrwerk. Das ist das SW288-1 Automatik. Version Mühle mit der typischen Mühle-Spechthalsregulierung. Verschraubter Gehäusebodenboden, Saphirglas auch auf der Rückseite. Gehen wir noch mal ein bisschen dichter dran, damit ihr euch auch noch mal den Mond anschauen könnt. Der wurde jetzt extra ein bisschen größer gemacht, damit man auch die Mondkrater und so sehen kann. Sehr schön. Und wie stellt man den jetzt ein? Das zeige ich euch jetzt. Muss ich mal eben gucken, bin ich hier richtig? Genau. Zweite Kronenposition. Und wenn ich Richtung 12 Uhr drehe, dann verändere ich das Datum, wie ihr seht. Und drehe ich Richtung 6 Uhr, verändere ich die Mondstellung tageweise, immer einen Tag. Seht das? Die Mondzeiten findet ihr im Internet und auch hier in der Anleitung. Verschwindet da hier drüben, kommt er gleich auf der anderen Seite wieder raus. Der Kollege, da ist er. Ihr stellt, um die genaue Mondphase einstellen zu können, stellt ihr praktisch den Mond in die Mitte der Öffnung, guckt, wann der letzte Vollmond war und stellt dann entsprechend die Tage vor. Und richtig, richtig optisch sehr, sehr cool. Also ich habe meine Business Meetings genossen mit der Uhr. So, hier sehen wir sie jetzt nochmal am Arm von oben. Ja, macht halt eine super Figur, ne? 39 mm. Ja, passen perfekt zu meinem Arm. 17,5 cm Handgelenksumfang habe ich.
Eine wirklich tolle Uhr. Und ihr wisst ja, ich liebe Blau. Die Größe ist Knaller. Alles ist Knaller für mich. Auch mit dem schwarzen Band. Gefällt mir sehr gut. Und hier mal im direkten Vergleich mit der Teutonia 4 Mondphase. Das Zifferblatt ist rein weiß. Wenn das jetzt hier so einen leichten Gelbstich hat, dann liegt das hier am Umgebungslicht. Schaut euch die auf der Internetseite an. 41 mm haben wir hier. Auch sehr nice. Wirkt aber durch das große Zifferblatt etwas größer, was aber auch nicht schlimm ist, weil sie passt auch perfekt an mein Handgelenk. Die andere Uhr ist halt noch ein bisschen dezenter und sportlicher, wie ich finde. Und hier jetzt nochmal beide direkt nebeneinander. Größenvergleich. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, die ist größer als 41 im Vergleich zu der 39er. Können wir mal sehen, was 2 mm ausmachen. Ne? Schöne Uhren. Findet ihr auch? Und hier ist ja noch die dritte im Bunde. Die Uhr für euer Schätzelein. Gibt es auch in verschiedensten Farben. Hier schön mit Wildlederarmband. Gefällt mir richtig gut. Passt super zu dem Gold- und weißem Zifferblatt. Und hier schön das Uhrwerk. Auch eine ganz, ganz tolle Uhr. Frau wird sich freuen. Ja, das ist das Flaggschiff aktuell in der Teutonia 4 Lady Kollektion. Aber es gibt, wie gesagt, noch andere Farben. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Ansonsten fragt gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Schaut euch auf jeden Fall die Seite von Mühle Glashütte an. Ihr werdet dort ganz viele Uhren finden aus den verschiedensten Bereichen. Alle tipptopp verarbeitet und ich kann die Marke wirklich absolut nur empfehlen. Ich hatte die Seatimer Black Motion auch schon hier im Test und in meinem Blog schon diverse andere Modelle. Schaut dort mal rein. Links wie immer und in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst und gerne einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat und wie euch die Uhr gefällt, welche denn euer Favorit ist von den Mondphasenmodellen. Und ich bin gespannt auf jeden Fall. Freue mich aufs nächste Video. Also bis dahin, ne? Macht's gut. Ciao. Wassereinsatz und.